knicke-knacke Defense und sehr, sehr spektakuläre Offense. Servus und herzlich willkommen zu unserer kleinen, aber feinen Basketballshow. Hier findet am Sonntag, den 31.03. unser nächstes BBL-Heimspiel statt, und zwar gegen Ludwigsburg. Und bei Ludwigsburg, da spielt seit dieser Saison the one, the only Karim Jallo. Und weil wir uns schon die ganze Zeit fragen, wie es dem eigentlich dort geht, haben wir uns gedacht, nutzen wir die Gelegenheit, dass unsere Mannschaft nicht da ist, und fahren doch einfach mal nach Ludwigsburg, um den Karim zu besuchen und ihm besonders beim Spielen über die Schulter zu schauen. Genau das wird euch in dieser Sendung erwarten. Und außerdem haben wir für euch noch eine Folge Can You Feel It? Wir haben ein bisschen Bromance für euch mit Karim und Noah Jallo. Wir zeigen euch außerdem unser neues Projekt FCBB Helpside. Und dann gibt es natürlich noch einen Sportblock diese Woche mit Steffen Hamann. So, wir setzen uns jetzt ins Auto. Und bis dahin könnt ihr euch schon mal ein bisschen mit den Jallos auseinandersetzen. Viel Spaß mit Karim und Noah. Ich bin der Noah Jallo. Ich bin 16 Jahre alt und spiele bei der NBBL in meinem ersten Jahr jetzt. Nur wenn ich sage Savage 365, woran denkst du dann? An einen eigentlich gelungenen Prank. An ein peinliches Video von meinem Bruder. seine Verteidigung und dass er, wenn er zum Korb geht, dann auch stark zum Korb geht und immer mit dem Dunking eigentlich den Zug beenden will. Tanzen. Also er kann krass tanzen. Also wirklich. Natürlich Basketball kann er gut. Basketballerisch oder im Leben? Du kannst gerade beides Also dieselbe Schwäche habe ich wahrscheinlich manchmal. Nicht so stark wie er, aber. Ich glaube, wir bleiben lieber beim Basketball. Aber auch sein Wurf. Konzentration, ganz allgemein. Also manchmal ist er irgendwo. Verrückt, aber immer für einen da. Noah ist ein sehr lustiger, offener, kommunikationsfreudiger Mensch. Vieles eigentlich. Auf jeden Fall seine Dance-Moves, die könnten mir manchmal vielleicht ein bisschen helfen. Und also seine Motivation zum Basketball, diese Energie, die er reinsteckt. Ja, Noah, was ich von ihm auf jeden Fall lernen kann, er ist sehr wissbegierig. Kochen. Ein Nein akzeptieren von meiner Mama. Er sagt immer, er kann es, aber ich zweifle es an. Was Schule angeht, ich Basketball, ja. Da würde ich schon sagen, bin ich noch ein bisschen fleißiger als er. Ja. Er, aber ich glaube, er weiß es manchmal gar nicht so. Weiß ich nicht. Ja, er soll weitermachen, wie es ist, und wenn es mal schlecht läuft, trotzdem Kopf oben behalten und weitermachen. Noah, mach weiter so, bleib wie du bist. Aber wie gesagt, manchmal denk erstmal nach, bevor du irgendwas anderes machst, okay? Aber bleib wie du bist. I love you. Yeah. On the mic. Und da ist er, live und in Farbe. Alles klar? Karim Jallo, dreh dich mal einmal kurz um, damit unsere Zuschauer sehen, wie du aussiehst. Bist du größer geworden? Ja, 5 bis 10 cm bin ich gewachsen. Stärker geworden? Auf jeden Fall. Sieht man doch. Schneller geworden? Auch. Querstreifen stehen dir ganz gut. Wie fühlst du dich? Ganz gut eigentlich. Ich habe mich dran gewöhnt und fühlt sich sehr gut an. Gut, wir wollen dich gar nicht zu lange stören. Mach dein Ding. Wir werden jetzt zuschauen, was du in der großen, weiten Welt gelernt hast, und wir sehen uns nach dem Spiel nochmal, ja? Auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, wenn wir gerade bei Fühlen sind, während Karim sich warm macht, damit er sich noch besser fühlt zum Werfen, werden wir uns eine neue Folge Can You Feel It reinziehen. Viel Spaß. Can you feel it? Yeah. Yeah.
Can you feel it? Oh God, I'm sorry. All right, here we go. Let's try this again. All right, here we go. Touch it. Kinky. Handcuffs. Okay. All right. Das kenne ich. Was? Wie nennt man das? Was ist das denn? Achso, Kabel. So ein. Oder? Nee, so nicht. Warte mal, macht man da für die Haare was? Frauen? Glätten damit ihre Haare. Was ist das da oben? Ich kenne mich mit Frauenprodukten nicht aus, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein Steckt hier, okay, alles klar. Irgendein elektronisches Gerät. Yeah, curl iron. Wow. Come on, ne? Ich hätte am Anfang Lockenstab gesagt. Das ist auch. Achso, ey? Also gibt's das zu gewinnen eigentlich? Weil ich habe jetzt, was, 4 von 4? Vielleicht, Marvin, vielleicht. So, wir fühlen jetzt mal beim Karim nach, wie es dem so geht. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass hinter uns die Halle abgebaut wird, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wir haben trotzdem uns sehr gefreut, dich wieder mal spielen zu sehen, Karim. Erzähl jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie gefällt es dir denn in Ludwigsburg? Ja, persönlich gefällt es mir sehr gut eigentlich. Wir haben ein super Team, also Teamchemie ist super. Gut, die Saison hat ein bisschen Höhen und Tiefen bei uns gerade. Aber wir sind immer noch im Playoff-Rennen und ja, alle fühlen sich wohl und ja, bin sehr zufrieden eigentlich bis jetzt. Mhm. Was ist für dich so jetzt nach schon einigen Monaten der größte Unterschied zu München? Ja, ist schwer zu vergleichen. Also es sind ganz verschiedene Vereine, von oben bis unten eigentlich. Aber ja, kann ich schwer sagen. Also München ist natürlich immer mein Heimatverein, so das Liebe einfach. Und naja, aber wie gesagt, ich bin hier super aufgenommen worden und das Team drumherum im Office, man kennt sich. Auch hier, man merkt halt, dass Ludwigsburg eine Basketballstadt ist, wenn man was essen geht oder so. Die Leute sagen, hey, cooles Spiel letztens oder so. Schon sehr schön. Du musstest in dieser Saison ja auch mit einer Verletzung kämpfen. Erzähl mal, macht dir das noch Probleme oder ist das alles jetzt durch? Ja, also nach jeder Verletzung, also das ist, glaube ich, mein drittes Spiel jetzt nach der Verletzung. Also ich war 2 Monate draußen. Braucht immer seine Zeit. Ich glaube, kennt ihr alle wahrscheinlich von Devin auch. Aber nee, ich fühle mich jetzt langsam wieder gut und ja, wie gesagt, mit jedem Spiel komme ich mehr rein und ja, fühle mich eigentlich relativ gut jetzt. Mhm. Bist du noch oft in München zu Besuch? Ist schwer während der Saison. Mit all den Spielen, aber natürlich, wenn wir mal einen Tag frei haben, dann versuche ich schon, die Family zu sehen. Aber die kommen meistens zu mir. Das ist einfacher. Und mit unseren Spielern, hast du mit denen noch Kontakt oder mit jemandem aus dem Team? Ja. Willst du uns verraten, mit wem, oder ist das ein Geheimnis? Das ist ein Geheimnis. Oh, okay. Könnt ihr mal raten? Unter euch. Nelson Wideman zum Beispiel. Unter anderem. Mhm. Der Ehrenmann. Ich küsse deine Augen. Super. Sehr gut. Dann Kareem, du bist ein ganz guter Defensivspieler. Bist als solcher, glaube ich, sogar mal ausgezeichnet worden. Ja. Kannst du uns bitte mal die Help-Side erklären? Also die gut, also um die Help-Side zu erklären, es gibt ja nicht nur, also okay, das schneiden wir. Nochmal. Wie soll ich die Help-Side erklären? Du wirst dann schon merken, warum, ne? Also in meiner Meinung nach ist die Help-Side ganz einfach erklärt, wenn ich 1 gegen 1 mein Gegenspieler mich schlägt,
Und ich merke, ich kann ihn nicht mehr stoppen, dass dann ein anderer Spieler sozusagen meinen Mann übernimmt und mir zu sagen hilft. Und das würde ich sagen, ist die Helpside. Helpside kann von der Baseline kommen, kann von oben kommen. Ist verschieden, aber ich glaube, das würde ich ganz allgemein sagen, ist die Helpside. Ich fand das sehr gut erklärt, ob Steffen Hamann das besser kann und damit unser neues Projekt FCBB Helpside besser erklären kann. Das seht ihr jetzt. Helpside ist, wenn man geschlagen wird und dein Mitspieler dir hilft, damit dein Gegenspieler keinen Korb macht. Helpside ist, wenn man im 1 gegen 1 geschlagen wird und der Mitspieler mir hilft, damit die Gegner keinen Korb machen. Jungs, bei uns in der Verteidigung ist Helpside das A und O. Für den FC Bayern nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. BB Helpside. Und das ist unsere FCBB Helpside. Der Kareem hat die Helpside übrigens fantastisch erklärt, wie ich finde. Verfolgst du denn eigentlich noch die Spiele der Bayern? Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Euroleague-Spiele, versuche jedes Spiel zu gucken. Ich hoffe natürlich, dass die Playoffs noch schaffen. Wird schwer, aber hoffentlich schaffen sie es. Ja, und natürlich sowieso verfolge ich fast alle Spiele in der BBL, immer wenn es geht. Und klar schaue ich die Bayern natürlich immer gerne an. Mhm. Am Sonntag gibt es eine Heimkehr in den Audidome. Ist das für dich was Besonderes? Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, ich habe jahrelang, also gefühlt eine halbe Ewigkeit, immer in Audidome gespielt für Bayern. Und jetzt an einem anderen Trikot aufzulaufen, glaube ich, schon ein bisschen komisches Gefühl. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig, wieder zurückzukommen. Und wird bestimmt ein interessantes Spiel. Und du wirst ganz bestimmt ganz toll im Audidome empfangen werden. Das hoffe ich. Du, bevor wir jetzt zum Sportblock übergehen und wir zwar schon fertig sind quasi, kannst du das mal kurz halten? Oh. Immer noch das beste T-Shirt im Merchandising-Shop. Vergessen. Meistverkaufteste T-Shirt vom FC Bayern Basketball. Auf jeden Fall, weil ich Nazio gesagt habe. Ich habe kein Mikro mehr. Auf jeden Fall, weil ich Nazio gesagt habe, du musstest da mal als Rookie eine kleine Einlage machen. Kannst du das kurz erzählen? Ich glaube, das wird mich in meiner ganzen Basketballkarriere noch verfolgen. Dieses, das war doch das Ziel. Also nochmal danke an Emido. Vielen Dank. Habt ihr toll gemacht. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das Video hat sich verbreitet in Basketball Deutschland auf jeden Fall. Und als ich das erste Mal zur Nazio eingeladen wurde, ist ja normal, dass die Rookies irgendeine Aufgabe haben oder irgendwas machen müssen, performen müssen. Und ja, da gab es nur eine Option. Hey, Mann, ich bin's, der Jallo, ein echter Münchner Kindel, dann machst du ihn die Binde. Gib den Balkarin, er ist wie Vitamin, für deine Gesundheit, Momente für die Ewigkeit. Savage, 365, aber ich glaube, mit jedem Mal, wo ich das jetzt aufhören muss, werde ich immer besser und ich glaube, irgendwann lässt sich das richtig gut verkaufen. Eben, und Kareem, du musst dann, wenn du den ersten Plattenvertrag bekommst,
einfach unbedingt an uns denken und uns deine Tantieme weiterleiten. Das sowieso. Alles klar. Ja, das war's dann auch schon wieder. Möchtest du noch jemanden grüßen in München, wenn wir schon dabei sind und bevor wir Tschüss sagen? Also ich möchte auf jeden Fall mal den Marvin grüßen, meinen Freund aus Austria. Ja, was? Den Ehrenmann. Den Ehrenmann, ich küsse deine Augen, Mann. Alles klar, wir küssen auch deine Augen. Danke, ja, Karim, es hat Spaß gemacht. Die Moments? Beruhig dich einfach kurz. Okay. Ja, sorry. Ja, Karim, Savage 365, Yallo. Schauen und reingauen. Der schaut unser Magazin, ich halt's nicht aus. Viel Spaß beim Sportblock. Das habt ihr aber von Montana Black geklaut. Das hat irgend so ein kleiner Kerl von Montana Black geklaut. Wir wissen das. Ey? Who the fuck is Montana Black? Was? Kennt den? Oh mein Gott. Ja. Egal. Ja. Bayern with a chance to win it. Kompetent in space. If it goes! Patrick Kompetent to win it! For Bayern Munich! Breakdown Jakub Lazic. The mid-range jumper goes! Ja, was war das für ein Abend am Donnerstag hier im Audidom beim Euroleague-Spiel gegen den FC Barcelona? Und damit Servus zum Sportblock heute wieder mit Steffen Hamann. Steffen, was sagt man zu so einem Spiel? Ja, ich glaube, die Geschichte dahinter ist natürlich auch was ganz Besonderes. Da Koponen ja in den letzten Jahren bei Barcelona gespielt hat, jetzt bei uns. Mhm. Und er oder ihm bleibt es ja, in der Hand quasi, dass es der entscheidende Wurf war am Ende des Spiels. Und es war natürlich an Dramatik nicht zu überbieten. Das Foul von Lucic hat natürlich wehgetan da. Aber wie gesagt, Koponen hat es dann am Ende Gott sei Dank nochmal für uns gedreht. Es war ja auch ein Spiel, wir sind die ganze Zeit hinterhergerannt. Und im vierten Viertel gab es dann einen 14-0-Lauf, bevor dann Koponen übernommen hat. Wie kommt sowas zustande? Ja, ich glaube, es war eine sehr gute Energie in der Halle zu spüren. Also die Fans und dank des Hallensprechers sind alle nochmal mitgegangen. Und ich glaube, die Energie hat sich dann auf die Mannschaft übertragen und dann, ja, dann kam da eins zum anderen. Ich glaube, das ist ja, was wir jetzt, genau. Und dann läuft seine Mannschaft dann auch heiß und dann glaubt sie an sich. Und bei Barcelona ging nicht mehr so viel zusammen. Und wie gesagt, also die Energie in der Halle war sensationell gut. Ich kann mich an den Dreier von Lucic erinnern in der Ecke, der natürlich enorm wichtig war. Und dann Koponen am Ende, also Hut ab. Mhm. Jetzt ist also nach wie vor noch alles möglich. Es ist ein bisschen Rechnerei. Wie ist jetzt die Herangehensweise? Also erstmal natürlich beide Spiele gewinnen. Darüşşafakat in Istanbul, Gran Canaria zu Hause. Und dann einfach mal schauen, was die anderen machen, oder? Ja, ist ganz schön, dass wir zwei machbare Aufgaben vor der Tür haben. So. Und ich glaube, die beiden Spiele musst du natürlich gewinnen, um da noch eine Chance haben zu wollen. Aber selbst wenn es am Ende nicht klappt, denke ich, es war eine riesen Euroleague-Saison. Aber natürlich umso schöner, wenn es für die Playoffs klappt. Und noch ist es möglich. Ich weiß nicht die ganz genaue Konstellation der anderen Teams, aber wichtig ist, dass du deine Spiele gewinnst. Wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Vorher ist aber auch nochmal Bundesliga, und zwar gleich zweimal. Nämlich am Montagabend schon in Würzburg und dann am Sonntag Heimspiel gegen Jallos Ludwigsburger. Auch nicht so einfach. Nee, in Würzburg ist nicht einfach zu spielen, vor allem wenn die Bayern kommen. Es ist eine kleine knackige Halle. Ich kenne die Fans auch ganz gut da. Und das wird eine schwierige Aufgabe. Und natürlich Ludwigsburg auch immer eine zähe Mannschaft, die natürlich auch versuchen, die Bayern zu ärgern. Und in den letzten Wochen hat man gemerkt, dass wir so ein bisschen im Loch sind mit der Energie. Aber ich glaube, der Sieg gegen Barcelona, der tut der ganzen Mannschaft gut. Es bleibt also spannend. Zum Schluss noch eine Frage. Wir haben einen neuen Namen, SAP Garden. Geil, dafür habe ich auch gestimmt. Also ja. Es erinnert ein bisschen an Madison Square Garden in New York. Und das ist ja die bekannteste Halle der Welt. Insofern wird es Zeit, dass die abgelöst wird. Dann machen wir das doch. Ich sage jetzt schon danke, Steffen, dass du da warst. Gerne. Euch wünsche ich eine gute Woche. Wir halten euch auf dem Laufenden, was in der BBL und in der Euroleague so passiert. Und dann sehen wir uns wieder nächsten Montag. Bis dahin, reingehauen und auf wieder. Nee. Den nehmen wir. Bis dahin, auf Wiedersehen und reingehauen.